Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kreuzberg, Back to the Roots. Ich habe ja hier mal gelebt und mein Gast heute, Bodo Wartke, zum Dritten. Grüße dich. Es ist jetzt wieder ein paar Monate her. Ja, es kommt mir nicht so vor. Also ich kann mich sehr gut an unsere zurückliegenden Interviews erinnern und denke mal, das war doch erst letzte Woche. Ja, ja. Ich fühle mich mittlerweile wie so ein Karrierebegleiter, weil jedes Mal, wenn ich dazu komme, ist gleichfalls. Ja. Und das letzte Mal haben wir vereinbart, dass du mir erzählst, was da in New York passiert ist. Also kurze Zusammenfassung, du bist nach New York zu einem Festival, Frankie 100. So in zwei, drei Sätzen, was war das? Das war der 100. Geburtstag von Frankie Manning, der Swing-Tanz-Legende, also der Typ, der damals maßgeblich die Art auf Swing-Musik zu tanzen, nämlich den Lindy Hop, erfunden hat. Der wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und das wurde groß gefeiert mit insgesamt 2500 Tänzern aus 47 Ländern. Und ich wurde dorthin eingeladen, um zu singen, nämlich mein internationales Liebeslied in allen Sprachen. Wunderbar. Wir haben das letzte Mal ja uns fast nur über Swing unterhalten. Und es geht ja jetzt auch mit Swing weiter mit dir. Aber bevor das losgeht, du hast mir versprochen, du hast Bilder dabei. Ja. Zeig mal. Und du musst mir erzählen, was da alles passiert ist. Pass auf. Also, ich zeig dir erstmal Bilder von dem Auftritt auf der Bühne. Mhm. Das ist sehr beeindruckend. Da, das zum Beispiel. So, also so sah die Bühne aus. Ne? Das ist quasi dieser Saal, wo alle unten am Tanzen sind. Das ist mein Auftritt. Schräg oben von der Empore fotografiert. Es gibt noch ein anderes schönes Foto, da sieht man das da. Ne, da sieht man es von vorne aus dem Saal. Savoy. Ja, cool, ne? Alter! So, und hier sieht man es. Beschreib mal, was ist da passiert? Pass auf, ich will noch ein letztes Foto dir zeigen, wo man den Eindruck gewinnt, wie der Saal aussah. Siehst du mal. Irre. Ne, alles voll mit Leuten, auch oben auf den drei Balkonen. Und du hast richtig am Flügel. Ich habe da am Flügel gesessen, genau. Also da, wo sonst eben halt, wo diese Big Bands standen, ne, da stand eben auch dieser Flügel und an dem nahm ich Platz. Und zwar kurz nachdem in den Geburtstag von Frankie Manning hineingefeiert wurde. So, also es fielen Luftballons von der Decke und wow. Und danach bin ich aufgetreten, also eine Riesenehre. Und dort ist es mir halt, wie bei anderen internationalen Auftritten zum ersten Mal passiert, dass alle Sprachen im Publikum verstanden wurden. So, also du hast genau gehört, alles klar, da sind die Chinesen, alles klar, da sind die Russen, da sind die Türken, so. Und eine von den Organisatorinnen des Festivals ist Chinesin. Und als ich halt Mandarin sang, kam sie danach auf die Bühne und reckte beide Daumen in die Höhe nach dem Motto, er hat es richtig ausgesprochen! Super. Und das passiert eben selten, dass das Lied so abgefeiert wird. Also das kommt auch sonst immer total klasse an. Nur wenn sich hierzulande in Deutschland Leute Sprachen wünschen, dann wünschen sie sich eben oft Latein und Klingonisch. Also Sprachen, von denen sie wissen, dass ich die kann und die auch sehr, sehr lustig sind. Aber hier wünschen sich Leute Sprachen, die ihre Muttersprache sind. Und in der Muttersprache, ich liebe dich zu hören, ist halt nochmal was anderes. Und es ist auch irgendwie verbindend, wenn so ein Riesenpublikum aus so vielen Ländern zusammenkommt, ne? Genau, ja. Wie war das? Also wie ist das? Ich sehe, es ist Savoy, Wahnsinn. Es ist, gut, also das war nicht im Savoy. Das war nicht im Savoy? Nein, 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 das Savoy gibt es nicht mehr. Das Savoy ist ein legendärer Ballsaal, der in den 20ern erbaut wurde und 58 abgerissen. Und der war so groß wie ein Block. So, also okay. New York, Manhattan ist ja so aufgeteilt, dass die Straßen alle also, ne, so rechteckig verlaufen. Und was eben zwischen zwei Kreuzungen ist, nennt man einen Block. Mhm. Und der Savoy Ballroom bestand aus einem Block. Also der ist 400 Meter groß gewesen. Mhm. Ja, überleg mal, ein Raum mit 400 Meter lang. Mit verschiedenen Areas, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, genau, wo ja. die Battles stattfanden. Richtig, richtig. Genau. Ne, zwei Bühnen gegenüber und dazwischen die Tänzer. Und an der Stelle, wo der stand, ist ein Gedenkstein. Den kann ich dir zeigen. Da stand ich nämlich davor. Da haben wir uns vor fotografieren lassen. Da, guck, das ist er. Ne? Mhm. Und da steht eben auch nochmal in dieser Inschrift drauf, was das eigentlich war, der Savoy Ballroom, und was er bedeutet eben für die afroamerikanische Kultur und fürs Tanzen und für Swing überhaupt. Also gerade zu einer Zeit, wo eben noch krasse Rassentrennungen herrschte, so
tanzten mitten in Harlem Schwarze und Weiße in friedlicher Eintracht und hatten zusammen Spaß und haben zusammen Musik gemacht. Und ich habe in Harlem gewohnt, tatsächlich, die ganze Zeit. Wir haben darüber geredet, dass, man, dass Harlem unsicher sein wird. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Nicht also so. Gar nicht. Mein Vater hatte Angst um mich. Der dachte, oh Gott, der wohnt in Harlem, der wird erschossen. So. Und ich wurde nicht erschossen und hatte da echt viel Spaß, tatsächlich. Also ich war oft tatsächlich der einzige Weiße auf der Straße, aber kein Problem. So, ich fand so Harlem als Bezirk auch viel sympathischer als die ganzen Innenstadtbezirke in Manhattan. Also die sind halt sehr, sehr voll und sehr wuselig und sehr anstrengend und Harlem ist einfach sehr entspannt. So. Man kann einfach sein und die Leute grillen auf der Straße und haben Spaß und so und tanzen auch auf der Straße. Witzig war, am letzten Tag des Festivals gab es eine Parade durch Harlem. Mhm. Und zwar an die Stätten der Jugend und Kindheit von Frankie Manning. Und da hat halt eine Marching Band gespielt und alle Tänzer haben dazu getanzt. Mhm. Und vorher haben wir uns eben an diesem Memorial-Stein getroffen. Und es gab ein paar Reden und dann ging es halt durch Harlem. Und einer, der sich auskannte, sagte, hier, da ist Frankie zur Schule gegangen und da ist er geboren und hier ist er aufgewachsen. Und das sind von außen völlig unscheinbare Häuser oder welche, die inzwischen auch gar nicht mehr stehen. Und das Besondere war, dass die Tänzer tatsächlich größtenteils Europäer sind und Leute von anderen Kontinenten, aber wenig Afroamerikaner. So, die haben ja doch alle zugeguckt von den Fenstern aus und fanden das halt total geil, dass da Leute durch Harlem paradieren. Fanden die tierisch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass halt so traditionelle afroamerikanische Kultur in Harlem nicht mehr so richtig sichtbar stattfindet, aber halt aktuelle afroamerikanische Kultur, also Hip-Hop, ist einfach total groß. Mhm. Und mir hat auch ein Typ eine Hip-Hop-CD auf der Straße verkauft, ein total netter, und er meinte, interessierst du dich für Hip-Hop? Und ich meinte, klar. Er sagt, das ist die CD von meiner Band, guck mal. Und ich, oh ja, interessant. Und er hat mir erzählt, also er hat Harlem Musik drüber geschrieben, Musik auf Deutsch geschrieben. Und ich habe gesagt, cool, so schreibt man das in meiner Sprache. Und du kommst aus Deutschland, nee, das ist ja cool. Und auf dem Plattencover sind halt vier Typen drauf und er ist einer von denen. Und er war halt total freundlich und er meinte, hier, guck mal, das bin ich, der so ein bisschen unsympathisch zur Seite schaut. Das bin ich. Und er war halt überhaupt nicht unsympathisch, er war total nett. So, und ich habe ihn gefragt, wieso heißt ihr denn Harlem Six? Ihr seid ja nur vier. Und er sagte, ja, zwei von uns sind leider erschossen worden. So, Drogen früher und Kriminalität, aber da sind wir weg von, das machen wir nicht mehr. Na gut, so, okay. Und dann hat er mir erzählt, den ersten Track, den haben wir mit dem RZA vom Wu-Tang Clan zusammen produziert. Ich meinte, cool, Alter, ey. Und allein dieses Gespräch fand ich so klasse. Und das war vom Apollo Theater. Das Apollo Theater ist so ein ganz berühmtes Theater, so die Wiege der afroamerikanischen Kultur. So an der 125. Straße in Harlem, also echt so im Zentrum. Und hier, ich kann dir ein Foto zeigen, total klasse. Und davor ist so ein Walk of Fame, wo halt alle Größen des Showbusiness abgebildet sind. Aretha Franklin, Michael Jackson, Quincy Jones, James Brown, die sind da alle aufgetreten. Ella Fitzgerald zum Beispiel, die hat in der Amateur Night, da war die 15, war die das erste Mal da auf der Bühne und hat gesungen. So, die Amateur Night ist quasi eine offene Bühne, wie es hier in Berlin auch stattfindet, wo halt jeder sich mal ausprobieren kann und was machen kann. Und ich habe natürlich gefragt, darf ich da mal spielen? So, also im Boxoffice, im Apollo Theater habe ich gesagt, ich kann auch Klavier, könnte ich da mal mitmachen? So, und gesagt, da muss man ein Casting für bestehen und die Auftritte sind erst im September. Und wenn die dich nehmen, dann musst du dich verpflichten, für ein Jahr zur Verfügung zu stehen. Und ich dachte, oh, puh, das ist in Berlin irgendwie einfacher. Ja. So, also da gehst du einfach hin, ne? Und das ist da eben nicht so einfach. Sorgt aber dafür, dass die Qualität an Darbietung total großartig ist. Also ich habe mir die Amateur Night angeschaut und dir fällt die Kinnlade runter. Das ist unfassbar. Also da sind auch Kinder. So in einer Runde treten Kinder auf. Und da kommt so ein kleiner 12-jähriger Stepper auf die Bühne, so ein bisschen pummelig mit Brille. Und man denkt so, na, was kommt denn jetzt? Und dann macht er den Mund auf und der Himmel ist voller Geigen. Es ist unglaublich. Und alle Leute springen auf und feiern den ab. Und am Anfang ist erstmal so 20 Minuten Warm-up mit so einer richtig geilen Soul-Band. So einem krassen Stepptänzer und einem super guten Entertainer. Und alle sind am Tanzen und du musst sie nicht mal drum bitten. Die machen das alle von selber. So, und dann holt der Typ, der Moderator, sich halt Leute aus dem Publikum auf die Bühne und macht einen Dancing-Contest mit denen.
So, und das wissen die im Grunde auch schon und sind dann am Tanzen. Und ich dachte, ey, das kannst du niemals machen. Also in Deutschland durchs Publikum gehen, die Leute auf die Bühne holen und sie dann auch noch auffordern, da zu tanzen. Die würden sterben. So, und die Amis alle, na klar, tanzen auf der Bühne, kein Problem. So. Ich merke, du hattest Riesenspaß. Ja. Gibt es annähernd was Vergleichbares hier in Deutschland? Wie das Apollo Theater. Nee, die Stimmung, so der Umgang, das auf die Bühne gehen, tanzen, dieses Künstler tagelang aufbahnen, in so, ja. Kann man sich das vorstellen? Also ich habe mir ja Musicals dort angeschaut und vorher auch Musicals in Deutschland gesehen und auch in London, und es steht und fällt mit den Darstellern. Ich habe 5 Stücke gesehen. 2 davon unfassbar gut. Also da hat wirklich alles gestimmt. So, The Book of Mormon, finde ich, ist das größte Musiktheaterstück aller Zeiten. Also das ist so, so gut. So, Beautiful habe ich gesehen. Das ist als Musical über die Geschichte von Carole King. Und die hat dafür tatsächlich auch den Tony Award gewonnen. So in derselben Woche als beste weibliche Hauptdarstellerin. Völlig zu Recht. Und die 3 anderen Musicals, die ich gesehen habe, die fand ich von der Geschichte her nicht ganz so cool. Aber die Ausstattung fantastisch. Und das Ensemble bis in die letzte Nebenrolle glänzend besetzt. Also da ist jeder einfach so angeschaltet auf der Bühne. Und da ist ein Stück, das ist so eine Wiederaufnahme eines alten Musicals, ich glaube aus den 60ern. Pippin heißt das. Und die Story ist so ein bisschen, ja, naja. Aber das wird halt ganz subversiv gespielt von den Darstellern. Also im Grunde untergraben die ganze Zeit die Handlung. Und das wird dadurch so, so lustig. Und da war ich halt beeindruckt, wie gut das besetzt ist, also wie hoch das Niveau ist, einfach an Darstellern, was die einfach können, so jeder einzelne von denen. Jetzt lobst du ganz viel, was die da machen. Aber du wolltest wissen, ob es was Vergleichbares in Deutschland gibt. Ja, pardon. Also die Schein war hier in Berlin, ein kleines Varieté-Theater, wo man auch ausprobieren kann, wo es offene Bühnen gibt, wo es halt wesentlich leichter ist, ranzukommen, wo man nicht vor ein Casting bestehen muss. Die hat viel dazu beigetragen, dass ich heute Künstler bin. Also ohne die scheinbar wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Und was ich halt daran toll finde, ist, dass einem der Einstieg so leicht gemacht wird. Also egal wer du bist, du kannst da auftreten und du hast 7 Minuten. So. Und die lassen dich machen. Und dadurch ist dann die Show vielleicht nicht so cool oder da treten viele Leute auf und du denkst, naja, das geht auch noch besser. Aber du hast ja die Möglichkeit zu wachsen und zu lernen und das eben unkompliziert. Und in New York herrscht schon auch Kampf. Also eine Kollegin aus der scheinbar, Clusi heißt die hat in New York länger gelebt und hat mir erzählt, wie schwer das ist, da aufzutreten als Stand-Up-Comedian. Also da gibt es natürlich auch Stand-Up-Comedy-Clubs wie Sand am Meer und entsprechend viele Stand-Up-Comedians. Und das ist echt hart. Also du musst bezahlen dafür, dass du da auftreten darfst oder Publikum mitbringen. Also das ist einfach... In dieser Stadt zeigt leider der Kapitalismus seine hässliche Fratze. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir in Berlin davon weitestgehend noch hoffentlich verschont sind. Also das ist so, so anstrengend. Die Stadt macht es dir nicht leicht. Es ist bewundernswert, wie die New Yorker damit umgehen. Also wie kreativ und gut gelaunt die das tragen, ihr Joch. Aber dass es besteht, das finde ich schon ganz schön grässlich. Also das ist... also auf was da, weißt du, im Theater, du gehst ins Theater und es ist echt brüllheiß im Sommer und willst ein Wasser kaufen, so eine kleine Flasche, so, und der Bauchladenverkäufer sagt, $5. Und ich sag, was? $5? Das ist dasselbe Wasser, das kostet draußen $1. So, also im Straßenverkauf. Und er sagt, ja, ich weiß, tut mir leid, so, ich mach die Preise nicht. Na, oder ich bin an der Royal City, nee, wie heißt die? Royal City Music Hall vorbeigegangen, die gehört zum Rockefeller Center. Und das ist eine riesen Konzerthalle. Und dort finden die Tony Awards statt. Also das ist quasi die Oscars für Musical, werden da verliehen. Und zwar in der Woche, wo ich da war. Und ich dachte, oh geil, und boah, das würde ich ja gerne sehen. Und Hugh Jackman moderiert das, Alter. Und dann bin ich dahin. Nee, hab erst im Internet geguckt, was kosten die Karten, gibt's überhaupt noch Karten? Und ja, wenige Restkarten, $450. Ich, was? 450? Seid ihr bescheuert? So, das kann ja wohl nicht wahr sein, $450. Und die rufen dann solche Preise auf, weil sie wissen, dass es Leute gibt, die das bezahlen. Ja, absolut. Also es ist ja total beliebt in den USA. Jeder will ja seinen EGOT erreichen. Ich glaube, Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Wenn man das hat, hat man ge-EGOTet.
Wenn man die alle bekommen hat, genau, oder was? Dann, und gibt es welche, die das geschafft haben? Es gibt einige. Ich glaube, Whoopi Goldberg und es gibt noch ein paar. Okay. Also, so ein paar gibt es schon, die das gemacht haben. Aber bei den Tonys, ich glaube, Hugh Jackman und Neil Patrick Harris haben das moderiert. Und da hast du echt was verpasst? Ja, Neil Patrick Harris hat tatsächlich auch den Tony gewonnen für beste männliche Hauptrolle in Hedwig and the Angry Inch. Und auch das wollte ich natürlich sehen und benennen. Und auch da gab es nur noch wenige Restkarten für $300. Und ich denke mir... Ist halt anders, die USA. Aber ja. Eines wissen wir, ich war, wie gesagt, nach dem letzten Interview bin ich ja zu dir in die Show. In Erlangen, in der Heinrich-Lades-Halle. Ich kenne das so von vielen anderen Veranstaltungen. Es war eng bestückt. Und ich glaube, es waren 1400 Leute da. Das ist irre gewesen. Das hast du und du hast jetzt was mitgebracht, das Gute aus den USA. Und nächste Woche beginnt deine Tour. Was erwartet uns? Also, ich bin natürlich wahnsinnig inspiriert von allem, was ich da gesehen habe auf der Bühne. Und ich bringe immer gerne Sachen zusammen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, so wie ich das in meinem Stück König Ödipus auch mache, so antikes Drama und Comedy. So, und Zitate aus Filmen und Weltliteratur. Also, und mische da auch so ein stimmiges Ganzes. So, oder ich erzähle in einer neuen Nummer über die Zubereitung von grünem Tee und das ist eine Steppnummer. Und für mich liegt das vollkommen auf der Hand, das so aufzulösen. Und ich habe halt gesehen, was so möglich ist, was man machen kann. Und ich möchte halt eben gerne meine Leidenschaften zusammenbringen. Und die ist seit ein paar Jahren nun eben Swing tanzen. So, mit Band auftreten. Und ja, meinen Liedern ein neues Gewand zu verpassen, was erstmal ungewohnt ist. Na, es ist der altbekannte Song, es ist ein Song wie Jahrschatz, aber eben zu gucken, hey, was kann man mit anderen Mitteln machen, um dieses Lied vielleicht sogar noch mehr auf den Punkt zu bringen. Und ja, also so Genregrenzen zu überschreiten. Und das finde ich halt total spannend. Also in Deutschland herrscht ja eine strikte Trennung zwischen E- und U-Kultur, die ich total bescheuert und absurd finde. Also da äußere ich mich ja auch zu in meinem aktuellen Klavierkabarettprogramm. Und das ist eben in New York nicht so. Mhm. Und das fand ich einfach so beeindruckend. So, ist es unterhaltsam? Ja, wenn es unterhaltsam ist, dann ist es auch gut. Wo geht's nächste Woche los? Die Tour beginnt hier in Berlin im Tempodrom. Mhm. Und dann sind wir 2 Wochen jeden Tag woanders. Wahnsinn. Mhm. Freust du dich auf die Tour? Ey, total. Total. Es wird eine Klassenfahrt. Also wir, das Orchester und ich, wir werden im Bus reisen. So, das ist für mich auch das erste Mal, auf diese Art und Weise auf Tour zu sein. Da freue ich mich total drauf. Wie gesagt, ich habe nur eine treue Fangemeinde gesehen. Ich habe eine volle Heinrich-Lades-Halle in Erlangen gesehen. Das sehe ich sonst nie. Also, und vor allem scheinen die experimentierfreudig zu sein, also offen zu sein für das, was du mitbringst. Das ist... Den Eindruck habe ich auch, ja. Ich glaube, das ist ein riesen Glücksfall als Künstler, oder? Voll. Also naja, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, auch unter meinen Fans. So, manche sagen mir auch, mit Orchester, das finden wir nicht so cool. Wir finden dich am Klavier irgendwie interessanter. Und andere sagen genau das Umgekehrte. Wiederum andere finden total geil, wie unterschiedlich das ist. So, guck mal, und dann spielt er auch noch ein antikes Drama, das ist ja klasse. So, und dann steppt er auch noch, Alter. Also, ich glaube, worauf sich alle Leute einigen können, die Fans von mir sind, ist, dass ihnen die Texte sehr gut gefallen. Also, das ist oft das, was sie zu mir führt und wo sie sagen, ja, das kannst du einfach super gut auf den Punkt bringen, Bodo, und das gefällt uns. Und in welcher Weise das eben nun geschieht, ob jetzt mit Klavier, mit Orchester oder wie auch immer, da gehen halt die Geschmäcker auseinander. Aber die Liebe zu den Texten ist, glaube ich, bei allen vorhanden. Und ich nehme ja begeistert zur Kenntnis, dass sich das so rumspricht. Also ich bin ja nun keiner von den Künstlern, die alle naselang irgendwie im Fernsehen und im Radio zu hören, was ich auch gut finde. Also ich bin nicht übers Fernsehen bekannt. Aber millionenfach über YouTube. Ja, und über deine Interviews. Ich glaube, damit hat es viel zu tun. ich denke, du hast sehr viel Lobgesang auf New York einprasseln lassen. Dabei bist du in Berlin. Berlin ist doch auch toll. Du, ich war nach 2,5 Wochen war ich sehr, sehr froh, wieder herzufliegen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe ja hier in Kreuzberg gelebt, ja. Für deine Stalker, du auch. Ja, du lebst genau. In Kreuzberg. Obes Eck. Was macht Berlin aus? Also, du merkst, ich habe gemerkt, was Berlin ausmacht, wenn ich mal weg war, zum Beispiel in New York. Also Sachen, die ich gerne tue in Berlin, ist zum Beispiel sich in der Sonne und dann Baum ins Café setzen.
Das geht nicht in New York. Warum nicht? Keine Bäume. So, die Bäume, die es gibt, die stehen im Central Park. Oder halt in anderen Stadtteilen, Queens, Brooklyn, so, aber in Manhattan kannst du vergessen. So. Und wenn da ein Café ist, wo es nett ist, dann ist da total voll. Die ganze Zeit. Also da kann man sich nicht mal eben nett hinsetzen oder so, da musst du reservieren. Oder du hast einfach Pech. So, dann ist es mörderteuer. So, also da, wo schön ist, ist eben auch teuer. Und das ist anstrengend. Also nicht einfach mal so... Ein Freund von mir hat gesagt, in Berlin gibt es natürliche Unfreundlichkeit und in New York unnatürliche Freundlichkeit. Stimmt das? Also die Freundlichkeit, die mir entgegengeschlagen ist in New York, die fand ich sehr authentisch. Mir sind auch unfreundliche Menschen in New York begegnet. Also, und das hat mich auch echt angezeigt. So, also da dachte ich, Alter, was soll das? Waren aber nicht Berliner. Nee, weiß man nicht, aber ich glaube nicht. Also was ich wirklich klasse fand, so auf dem Rockefeller Center, das ist halt so eins von den richtig hohen Hochhäusern, wo man super guten Ausblick hat. Und das ist so ein Touri-Ding, ne? Wie der Fernsehturm in Berlin. Und da ist dann so ein Typ, der den Besucherstrom, nachdem die oben gucken, war auf 3 Aufzüge verteilt, damit die wieder runterfahren. So. Und das ist ein ziemlich dröger Job. Und was der aber macht, ist mit allen Leuten irgendwie quatschen. Wo kommst du her? Ah, Paris, alles klar, bonjour. Und dann kann er irgendwie auch alle Fremdsprachen, redet mit denen und macht so Scherze und schickert und bringt sich gut drauf und uns. So, also die 5 Minuten, die man da auf den Lift wartet, ist man glänzend unterhalten und hat total Spaß und fährt mit einem Grinsen wieder runter. Und das fand ich halt total cool, weil ich dachte, das okay, kann ich so ein Job, vorstellen. Nee, ne, siehst du mal, genau. Wollen Sie rauf? Richtig. Haben wir nicht. Gibt es nicht. Wunderbar. Du wirst bestimmt wieder mit was ganz Neuem kommen, wenn wir uns wiedersehen. Oh ja. Wartet ja. Irgendwas auf uns? Arbeitest du wieder an einer Überraschung nächstes ja, Jahr? Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit all den Ideen. Also ich arbeite derzeit schon am nächsten Klavierkabarettprogramm. Das ist quasi fertig. Es gibt bereits 24 neue Songs, die auch alle vor Publikum schon erprobt sind. Und das wird offiziell Premiere haben im September nächsten Jahres. So, im August gibt es Vorpremieren und es brennt mir jetzt schon unter den Nägeln. Also... Im Grunde könnte ich jetzt quasi schon ein neues Programm auf die Bühne bringen. Für dich ist schon nächstes Jahr September. Ja. Für mich ist erstmal jetzt deine Tour und wir treffen uns einfach vor nächsten September und du erzählst mir, was da auf uns zukommt. Genau. Es macht jedes Mal Spaß, sich mit dir zu treffen. Ebenso. Ich in Kreuzberg mal gucken, wo wir uns das nächste Mal treffen. Ja, ich bin jetzt schon gespannt. Super, danke schön für das Gespräch. Gerne, und danke dir. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist... Nessie Tausendschön, ganz entzückende Kollegin. Darf ich ja liebe Grüße ausrichten? Oh ja, ich bitte darum, von Herzen. Okay, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Okay. Bis zum nächsten Mal.